Dieses Video lässt dich deinen Namen vergessen und all deine Sorgen vergessen und alles Grübeln in deinem Kopf vergessen. Nimm mich beim Wort und teste es am Ende. Du wirst deinen Namen nicht mehr kennen. Und du wirst deine Sorgen nicht mehr kennen. Und du wirst deine Ängste nicht mehr kennen. Denn diese Hypnose entspannt dich total und verbindet dich mit etwas Größerem. Sie verbindet dich mit der Welt, verbindet dich mit dem Universum, verbindet dich mit dem ewigen Leben. Sie schenkt dir eine Entspannung, einen inneren Frieden, wie du ihn schon immer herbeigesehnt hast. Und wenn du magst, schenkt sie dir einen ungeheuer friedlichen Schlaf. Dein Verstand mag noch nicht sicher sein, ob das wirklich funktioniert, aber dein Unterbewusstsein weiß es schon lange. Du bist viel mehr als dein Name. Du bist viel mehr als deine Gedanken. Du bist viel mehr als deine Rolle im sozialen Gefüge. Du bist ein Teil von allem, ein Teil der Schöpfung. Du bist etwas Großartiges. Leg dich jetzt hin und mach es dir ganz bequem. Vielleicht willst du die nächsten Minuten ausruhen. Oder in einen wunderbaren Schlaf gleiten. Einen Schlaf, den du namenlos genießen kannst, weil alles, alles möglich ist. Jeder Traum, jedes Abenteuer, jede Entspannung. Vielleicht spürst du bei diesen Gedanken schon, wie in dir eine leise Ahnung dämmert von dem, was du wirklich bist. Wenn du genau auf deinen Atem achtest, wird dir auffallen, dass er immer, immer tiefer geht und tiefer geht. Du atmest ein, diese wunderbare, frische Luft mit ihrem Sauerstoff. Und du atmest aus und das befreit dich. Du atmest ein und du atmest aus. Und beim Ausatmen lässt du alles, alles los. Lässt alle Gedanken los. Lass deine Identität los. Lass alles los, was dich noch bindet.
achte darauf, wie du es immer mehr genießen kannst, durch dein Atmen so frei zu werden. Ich frage mich, wie beglückend du es wohl empfindest, so frei zu atmen. Dich so frei zu atmen. Du atmest ein und du atmest dich frei und lässt alles los. Vielleicht spürst du schon, wie dein Körper beginnt, seine alten Grenzen zu überwinden. Wie er warm wird, wie er schwer wird, wie er ganz allmählich eins wird mit seiner Unterlage. Spür, wie deine Stirn sich lockert. Sie beginnt zu fließen wie dein Atem. Spür, wie dein Mund sich lockert. Er beginnt zu fließen wie dein Atem. Spür, wie dein Oberkörper sich lockert. Er beginnt zu fließen wie dein Atem. Und wenn du jetzt in deinen rechten Oberschenkel gehst, ihn ganz intensiv spürst, wird er zu kribbeln beginnen, immer wärmer werden und zu kribbeln beginnen und eins werden mit seiner Unterlage. Vielleicht fasziniert es dich, wie du eins wirst mit deiner Umgebung. Lass jetzt auch deinen rechten Unterschenkel verschmelzen mit seinem Ablageort. Spür, wie er sich von deinem Körper löst. Und jetzt geh in deine rechte Wade und spüre sie noch einmal, ehe sie ganz schwer wird und du sie loslässt. Warum solltest du nicht mal alles loslassen? Tu dasselbe jetzt mit deinem linken Bein. Mach den Oberschenkel schwer und lass ihn wegschmelzen. Mach den Unterschenkel schwer und lass ihn wegschmelzen. Mach die Wade schwer
und lass sie wegschmelzen. Vielleicht staunst du, wie leicht das war, deinen Körper so völlig loszulassen und eins zu werden mit der Unterlage. Und vielleicht weiß dein Unterbewusstes schon, dass du genau dasselbe jetzt mit deinen Gedanken tun kannst. Du kannst sie einfach aus dir hinausfließen lassen. Fließen lassen mit deinem Atem. Probier es einfach mal aus. Vielleicht geht dir gerade noch ein Gedanke durch den Kopf. Dann nimm ihn jetzt. Hol ganz tief Luft und lass ihn, als wäre er ein kleines Bötchen, mit deinem nächsten Ausatmen aus deinem Kopf entweichen. Sieh deinem Gedanken zu, wie er beim Ausatmen eine Farbe annimmt, die du dir wünschst. Wie diese Farbe ganz allmählich mit ihrer Umgebung verschmilzt und eins wird mit allem. Und weil das so gut funktioniert hat, willst du es noch einmal tun. Nimm den nächsten Gedanken, mach ihn zu einem Bötchen und atme ihn aus. Lass ihn auf dem Strom deines Atems ins Universum treiben. Lass ihn eine Farbe deiner Wünsche annehmen. Lass ihn mit allem verschmelzen. Viele Menschen sind in solchen Augenblicken erfüllt von einem Gefühl der Verbundenheit mit der Erde und dem All und mit allem, wenn sie merken, dass alles, was sie ausatmen, sich auflösen kann, verschmelzen kann, in die Welt übergehen kann. Viele Menschen empfinden in diesem Moment ein Glücksgefühl, wie sie es noch nie zuvor empfunden haben. Vielen Menschen kommt es vor, als würde sich ihr Körper und als würden sich ihre Gedanken und als würden sich ihre Gefühle und als würde sich ihr Name einfach auflösen und verschmelzen mit dem ganz Großen, verschmelzen mit der Natur, verschmelzen mit dem Himmel, verschmelzen mit den Sternen, verschmelzen mit dem Universum.
Und wenn du genau in dich horchst, wirst du feststellen, wie viele von deinen Gedanken sich schon aufgelöst haben. Was eng war, ist weit geworden. Was dir wichtig schien, ist unwichtig geworden. Und alles Stockende hat zu fließen begonnen. Im wunderbaren Fluss deines Atems, im wunderbaren Fluss des Lebens, der dich trägt, wenn du nur loslässt, wenn du alles, alles loslässt. Und weil du deinen Namen jetzt loslässt, um völlig frei und ungebunden zu sein, weil es überhaupt keine Rolle mehr spielt, ob du Lea oder Petra heißt, Thomas oder Peter heißt, ob du Sabine oder Alexandra heißt, Alexandra oder Jan, Jan oder Nanina, Peter Thomas oder Mohammed, Peter Sabine oder Alexandra, Alexander oder Mohammed Janina, weil alle Namen nur noch Schall und Rauch sind, weil du immer ruhiger wirst und immer müder und eins mit allem wirst, verspürst du die große Sehnsucht, nun deinen wahren Namen zu erfahren. Ich verrate ihn dir jetzt. Du heißt Universum. Denk das bitte einmal mit, was ich jetzt sage. Ich heiße Universum, denn ich bin eins mit allem. Ich bin mit der Erde verwurzelt wie ein Baum. Meine Gedanken können fliegen wie der Wind. Meine Augen können glänzen wie die prächtigsten Sterne am Himmel. Mein Atem kann fließen wie die schönsten aller Flüsse. Ich stehe wie ein Felsen in der Brandung des Lebens. Ich werde umspült vom Leben. Ich werde umspült von der Liebe. Ich werde umspült vom Glück. Denn ich heiße Universum. Ich heiße Universum, weil ich mehr bin, als es den Anschein hat. Ich heiße Universum, weil ich größer bin, als es den Anschein hat. Ich heiße Universum, weil ich jetzt spüre, wie mein Körper sich ausdehnt, wie er mit allem, allem verschmilzt. Und ich bin jetzt eins mit allem, ich heiße Universum. Ich bin mit der Erde verwurzelt wie ein Baum, denn ich heiße Universum. Meine Gedanken können fliegen wie der Wind,
denn ich heiße Universum. Meine Augen können glänzen wie die prächtigsten Sterne am Himmel, denn ich heiße Universum. Mein Atem kann fließen wie die schönsten Flüsse, denn ich heiße Universum. Ich stehe wie ein Felsen in der Brandung des Lebens, denn ich heiße Universum. Ich werde umspült vom Leben, denn ich heiße Universum. Ich werde umspült von der ewigen Liebe, denn ich heiße Universum. Und ich werde umspült vom ewigen Glück, denn ich heiße Universum. Achte einmal darauf, wie du gleich aufmerken wirst, wenn ich dich mit dem Namen Universum anspreche. Also, Universum, wie du dort verschmilzt mit deiner Unterlage, verschmilzt in vollkommener Harmonie mit allem, verschmilzt mit deinem Schlaf. Also, Universum, weil alles so viel größer ist, als du es ahnst, ist auch deine Müdigkeit größer, deine vollkommene Müdigkeit. Deshalb wirst du, Universum, dich jetzt voller Freude in deinen Schlaf gleiten lassen. In deinen Schlaf, der dich eins macht mit dem Schlaf der Vögel, eins macht mit dem Schlaf der Wale, eins macht mit dem Schlaf des Windes, eins macht mit dem stillen Himmel über dir. Stell dir vor, wie du zu fließen beginnst mit deinem Atem, wie du flüssig wirst, um eins zu werden mit allem, und wie du jetzt 5 Stufen hinabfließt und mit jeder noch etwas müder wirst, ehe du, Universum, in den Fluss des Schlafes münden wirst. Stufe 1. Lass dich noch etwas mehr treiben, damit du. Stufe 2. All deine Konturen an etwas Größeres abgibst. An etwas Prächtigeres abgibst. Denn Stufe 3, du spürst schon, wie du wegdämmerst und wie Träume dich, da du Universum heißt,
auch mit dem Universum verbinden, denn Stufe 4, wenn du eins bist mit allem, bist du auch eins mit dem Schlaf. Und nun Stufe 5. Lass Universum dich nun endgültig treiben. Treiben im großartigen Fluss des Schlafes. Einfach treiben. Treiben im Fluss des Lebens. Treiben. Einfach treiben durchs Universum, das in dir ist.